Was ein Intro. Was ein Brett. Ja, Leute, es gibt eine Menge neue Dinge. Erstmal, wir sind wieder da. Yay. Hallo Falk. Schön, dass du wieder da bist. Schön, hier zu sein. Yay. Ja, so. Erster Punkt, check. Abgehakt. Freude, dass wir wieder da sind. Zweiter Punkt, also das Intro habt ihr gerade gehört. Wir hoffen, es gefällt euch. Und vielen Dank, Falk und vor allem Marcel. Ich habe nur doofes Feedback von einem nicht so audiophilen Menschen. Also mir in dem Fall abgegeben. Nee, der Dank gebührt Marcel für Zeit und Arbeit. Genau, aber du hast das alles organisiert und so, das war auch super. Ich habe ab und zu mal reingehört und... Wenn du mit organisieren meinst, ey Marcel, hast du Bock ein Intro zu machen? Ja! Das erste habe ich gemacht, genau. Nee, sehr gut, sehr, sehr toll geworden. So, jetzt sind wir also wieder da, das ist gut. Ich hoffe doch, oder? Also... Genau, und wir, also, ja, genau, und hoffentlich kriegen wir es ab jetzt wieder hin, dass es so läuft wie zu guten alten Zeiten. Also, wir wollen nichts ganz genau versprechen, aber einmal die Woche sollte eine neue Folge. Nee, Moment, alle zwei Wochen, oder? Wir haben doch früher alle zwei Wochen released. Ach so. Sportsfreund. Echt? Ja, also es sollte flutschen, das hoffe ich auch. WD-40 drauf und fertig. aber wir waren bei zwei Wochen. Echt? Ja. Oje, oje. Ja, komm, dreiviertel Stündchen, zwei Wochen, es geht schön. Erzählst du mir nicht Quatsch, ich prüfe das. Nee, guck echt mal. Also ich meine, wir waren bei zwei Wochen. Wow. Mhm. Also ich glaube. Ja, stimmt. Also angefangen haben wir, glaube ich, mit zwei oder drei Folgen in einer Woche. Drei Folgen in einer Woche, ja. Echt? Ah, 20 Minuten. Genau. Mhm. Ja. Das war ein bisschen verrückt. Genau, und dann sind wir, glaube ich, auf eine Folge pro Woche und dann jetzt. Ah, okay. Waren wir stimmt. bei, genau. Das fand, ich, ja, also das fand ich jetzt auch irgendwie sehr angenehm, also jetzt aus meiner Sicht. Wir müssen auf jeden Fall wieder reinkommen, auch diese ganzen Tools und das ganze Ding, es fühlt sich alles noch sehr fremd an, aber wir arbeiten uns rein. Genau, das sozusagen zur Zukunft. Ja, und jetzt wollen wir noch ganz kurz drei kleine Spiele vorstellen, und zwar Text-Adventure-artige Spiele, die wir nicht spielen werden, weil die in Englisch sind alle, aber... Wir dachten mal, vielleicht interessiert das ja jemanden da draußen irgendwie. Beziehungsweise vielleicht spielen wir ja mal irgendwann doch wieder etwas auf Englisch. Ja. Wir hatten das ja mal erwähnt, ne, dass es einfach ein bisschen umständlich und lange ist, genau. So über akustisch vorzulesen auf Englisch, was ja dann schon sein sollte. Ne? Genau. Und dann muss man es aber auch für die, die es nicht so perfekt verstehen, dann simultan übersetzen. Und dann brauchst du für alles mindestens doppelt so lange. Genau. Also wir werden es in sehr naher Zukunft auf jeden Fall nicht durchführen. Deswegen wollen wir die hier kurz erwähnen, weil es einfach schade wäre, wenn die komplett untergehen. Und zwar hat der Erik hat uns erstmal empfohlen Taumystery geschrieben. Ja, von Bob Bates, ne? Also muss man ja mal erwähnen. Genau, das ist eine Textlegende, ne? Oder so Designlegende von damals. Ja, der hat ja bei Infocom so die bekannten alten Text-Adventure geschrieben. Okay. Und ich die wir alle nicht spielen können, weil die alle englisch sind. Naja, und ganz ehrlich, ich meine, wir haben sie früher nicht gespielt. Von daher, für uns wären sie jetzt komplett neu. Und ja. Die haben wahrscheinlich schon ein bisschen Rost angesetzt, so was so Spielfluss anbelangt. Das heißt, wir können ja nicht mal mit einem verklärten Blick, der damals, als wir das gespielt haben, war alles besser, drauf blicken, sondern wir gucken halt aus der heutigen Sicht drauf und würden wahrscheinlich feststellen, bäh. So, weißt du? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der hat auch mal bei Legend gearbeitet. Die haben, spontan würde ich mich nur an Wheel of Time erinnern. Das war ein ziemlich cooler Unreal Engine. Shooter würde, glaube ich, das gar nicht so richtig zusammenfassen. Es war so ein First-Person-Spiel, aber so ein bisschen mit Story und Shooter-Elementen und sowas war ganz cool. Ich erinnere mich vage. Aber zurück zu diesem Taumystery. Stimmt. Keine Ahnung, worum es da geht, aber es ist ein Text-Adventure in Englisch. Wer Lust hat, kann es auf Steam kaufen für 14,99 €. Da bezahlt man schon für jeden Buchstabe irgendeinen Cent oder so. So fühlt sich das an, aber naja, wow. Vielleicht ist es ja. Also, es soll ja sehr gut sein und, mei, ich meine, 15 Euro, hallo?
sagen wir mal so, alle ich war letztens im Kino, da zahlst du mehr fast. Alle 5 Reviews, die es gibt, empfehlen das Spiel. Mhm. Ja, also alle 5 Leute, die das Spiel gespielt haben, sagen, es ist gut. Okay, nächstes Spiel ist von, ich glaube, es sind deutsche Hersteller, aber das Spiel ist trotzdem in Englisch. Eine davon, eine Game Designerin, ist die Nina Kiel und das Spiel heißt Don't Make Love und man spielt einen oder 2 Gottesanbeterinnen oder einen, das ist so eine Art Dating-Simulator und man muss einen Partner finden, ohne dass man sich gegenseitig den Kopf abbeißt oder so. Cool. So, in diese Richtung geht das. Fällt mir mal schwer. Das Spiel hat Grafik, aber wird komplett über Text gesteuert. Und eigentlich wäre es auch schön, das mal in unserem Podcast zu spielen. Wenn dann irgendwann mal eine deutsche Übersetzung käme, könnten wir das nochmal nachholen. Aber ja, so wird das erstmal leider nichts. Ja, genau. Also wer Lust auf Dating-Simulatoren hat und immer mal wissen wollte, wie das sich anfühlt als Gottesanbeterin, dann Don't Make Love. 6,99 € auf Steam. Wie heißt eigentlich der männliche Gottesanbeterin? Gottesanbeter? Gottesanbeter. Ich denke schon, ne? Echt? Ist das so durchgegendert in dieser, bei diesen Gottes Insekten? Gottesanbeter. Vielleicht spielt das einfach keine Rolle, weil die ja immer den Kopf abgebissen haben. Stimmt, die sterben haben eh zu schnell. Gedacht so, ach komm, Leute, da brauchen wir jetzt echt nicht noch einen Namen. europäische Gottesanbeterin, ich weiß nicht. Lass mal gucken. Gottesanbeter männlich. Vielleicht ist das die einzige Tierrasse, in der, sagt man das so, Tierrasse? Aha. Ich weiß nicht. Wie werden männliche Mantiden genannt? Steht oh, hier. Oh, stimmt. Gottesanbeterin-forum.de. Oh Mann, ich liebe das Internet. Das ist für jeden Quatsch. Zum Beispiel Textmanager. Gibt es halt ein Forum Quatsch? Und so. Quatsch? Ist doch kein Quatsch. Gottesanbeterin sagt man auch bei Männchen. Gottesanbeter gibt es nicht. Hallo? Da will ich jetzt aber hier mal Gleichberechtigung. Nö, wieso? Die machen ja einfach das richtig, was wir. Ach, stimmt. Verstehst du? Also nur, die machen ja das anders invertiert, als wir das machen. Verstehst du? Wir scheißen ja auf Frauen und. Also wir zwei natürlich nicht, aber wir als Gesellschaft. Aber dann also wenn man es ganz korrekt machen müsste, müsste es ja Gottesanbeter Sternchen in sein, ne? Glaube ich. Wenn sie wir wären. Naja, ist ja auch egal. Nicht wahr. So, also, das ist auf jeden Fall Gottesanbeterin Spiel, kann man mal reingucken. Und als letztes gibt es ein Wikipedia-Text-Adventure. Auch das funktioniert in Englisch. Und wenn man da mal draufklickt, das ist übrigens jetzt mal kostenlos. Die ganzen Links könnt ihr auch in den Shownotes auf unserer Webseite textlastig.com finden. Das ist so ein, also man besucht dort quasi Orte und bekommt dann immer so ein bisschen Text. Also zum Beispiel habe ich jetzt eingegeben, go to Berlin. Mhm. Und dann gibt es halt einen englischen Text. Berlin is the capital of the largest city of Germany. Ja, mit ein paar Informationen. Und dann steht da drunter, you can go north, in Klammern unter den Linden. East, das ist dann die Friedrichstraße. Or southwest, und das ist dann das West in, the West in Grand Berlin. Mhm. So, und wenn ich jetzt mal nach north gehe, dann, habe ich falsch geschrieben. Dann hast du N falsch getippt oder was? Ja, dann bin ich halt bei unter den Linden und dann steht da, is the new metro station under construction in the central Mitte District of Berlin, bla bla bla. Mhm. Ja, also man kann halt durch Berlin sich da. Also es ist im Prinzip wie so ein, das möchte ich bitte nicht negativ aufgefasst bekommen, wie so ein Walking Simulator, aber als Text-Adventure. Genau. Und ohne man hat ein ziemlich hässliches Bild. Also die nehmen ein Bild, was es auf Wikipedia gibt, reduzieren das auf ungefähr 8 Farben oder 4 oder so, dann suchen sie sich die möglichst hässlichsten raus. Also rot, pink, weiß und schwarz sehe ich hier und türkis. Also man erkennt eigentlich gar nichts mehr. Naja, aber so war das früher eben. So war das früher. So. Aber haben sie so einen klassischen 8-Bit-Filter erwischt. Genau, ist alles so pixelig. Aber ihr habt sowieso keine Zeit, diese Sachen zu spielen, weil nämlich jetzt auch schon die neueste Folge von Textlastig auf dem Weg zu eurem Podcatcher sein sollte. Die sollte sogar schon runtergeladen sein. Und zwar ist das dann die erste Folge von Die Pionierin und die Tragödie des telematischen Typewriters. Brandheiße Story ist auf jeden Fall spannend und ich habe jetzt schon Angst, wenn wir weiterspielen, weil wir haben ja die ersten beiden Folgen schon aufgenommen vor irgendwie 6 Monaten und die dritte, die werden wir dann
jetzt irgendwann angehen. Ja, wir müssen unsere eigene Folgen, die zwei Folgen nochmal hören selber. Aber hallo. Und dann geht das schon. Ja, ist aber witzig, ne, dass es jetzt doch fast 6 Monate geworden sind, obwohl ich ja explizit in der 211 gesagt habe, dass es eigentlich gar keine 6 Monate dauern soll. Ja. Ich schäme mich ein wenig, muss ich sagen. Naja, wer kann schon seine Versprechen einhalten? Das macht doch keiner. Selbst die Größten nicht. Stimmt. Ne? Und wenn es die Größten nicht machen, müssen wir es ja auch nicht machen. So sagt der Volksmund. Genau. Sollen die da oben erstmal anfangen? Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. Genau, viel Spaß, ihr lieben Hörmuscheln. Und eins muss noch gesagt sein. Ja. Warte, ich muss mich geistig und emotional darauf vorbereiten. Ich bin gespannt. Es ist schön, wieder da zu sein. Juhu, ja. Okay, tschüss und bis bald. Tschüss.